Willkommen, meine Lieben, zurück zum Bierbrauen. Beim letzten Mal haben wir ja wieder irgendeinen Bock was gebaut. Ich habe es noch hier stehen. Und habe es einfach mal Wasser nachgekippt. Wir probieren es mal. Nee, funktioniert absolut gar nicht. Okay, dann können wir extrem in die Tonne kloppen. Schade. Na gut. Ja, Wiedersehen. So, ich habe schon mal ein bisschen vorbereitet. Wir machen es nochmal. Dass wir das diesmal hinkriegen. So, diesmal müssen wir. Achso, wartet mal, ich habe ein bisschen. Mal ein bisschen vorgespult. Wartet mal, wir müssen erstmal die Zutaten reinkippen. 7, 6. Das sind zu viel. Zu wenig. Warte mal, da geht noch was. Noch 10 Gramm. Ei. Okay, passt. Drei 40. Zu perfekt. Lassen wir stehen. So, fertig. So, dann brauchen wir 42 Liter auf 80 Grad. Nicht vergessen, Deckel drauf. Aha. So, und dann 42 Liter. Jetzt habe ich den großen letztens gekauft, jetzt habe ich den wieder vergessen, ne? Ah, nein. Hä? Das schwappt doch wieder über. Ah, wartet. Wieso Mittel? Hä? Ich hab doch einen großen gekauft. Wieso habe ich zweimal Mittel? Hä? Ich hatte doch einen großen gekauft. Merkwürdig. Wieso waren da nicht drin? Egal. Wenn nicht, haben wir zweites auch jetzt egal. Waren den großen, sonst funktioniert das doch wieder gar nicht. Aha, da ist er. Oh, der ist ja riesig. Wenn wir das da reinkippen? Ja. So, wartet mal, das waren jetzt 42 Liter, die haben wir jetzt hier drin, oder? Ne, noch ein bisschen muss rein. Na naja, gut. Nicht so dramatisch. So, und dann. Aber 80 hat auch nicht eigentlich die Temperatur richtig. Und dann müssen wir jetzt nochmal 20. So, wartet mal, da können wir was danach machen. Jetzt muss ich den hier erstmal abkühlen. Uiuiui. Das muss definitiv schneller gehen. So.
Das war zu lang. Machen wir den hoch. Auf 65. Gut. So 20 Liter müssen da noch mal rein. Super. So, und jetzt müssen wir es auf 65 wieder eine Stunde lang halten, ne? Also bis 6.34 Uhr war das. 6.34 Uhr. Bis 6.34 Uhr. Haben die was geändert? Guckt euch das mal an. Zack. Wow. Die ist nicht schlecht. So, dann hatten wir doch hier. So, dann machen wir das hoch oder haben wir das hier auf 100? Ja, das sind jetzt nicht mehr 22 Liter, ne? Ist auch Quatsch. Nehmen wir den hier. Das ist auch nicht mehr fast 22 Liter. Ach, ihr seid heute echt gemein. Ah, da passt schon. So, jetzt müssen wir das, hier wieder rein. Ja, da kommt das goldene Bier. Wir wollen ja ein Haarle machen, ein blondes. Das sieht auch nicht so schlecht aus, ne? Wieso läuft denn das über? Ach, großer Topf. Ah. Okay, das Ding ist gegessen. Großer Topf. Oh, ich bin so ein Dammisch heute wieder. Bascho. So, das haben wir gemacht und dann auf 100 Grad hoch. Das verdunstet eh so ein bisschen. Ja, da. Es verkocht, sagen wir es mal so. So. Strisselpack. So, 50 Minuten lang kochen, also bis 16:44. Sehr gut.
Den Honig. 160 Gramm. Hammer. Und dann die beiden hinzufügen. Und dann nochmal für 10 Minuten kochen lassen. So, die nehmen wir raus und jetzt müssen wir es abkühlen. Wir gucken mal kurz in den Röntgenmodus. Stammbar zu Evo ungelöst. Verunreinigung. So, dann müssen wir es runterkühlen jetzt auf 25. So. Dann in unseren Gerbehälter. Ich habe diesmal den anderen genommen, mal nicht den Ballon, sondern unseren, den wir kennen. Hoho, da ist viel Bier drin. So, dann. Wartet mal, irgendwo war doch hier was mit 25. Okay, dann stellen wir das mal ein. Dass das auf 25 bleibt. Aha. So. Jetzt machen wir mal zurück. Jetzt kommt da die Hefe dazu. Brauchen wir zwei Packungen. So, und jetzt müsste ja nämlich sich was tun. Wenn wir das reinmachen. Ja. So. Wir können das gleich hier wegschmeißen. Dann schauen wir mal kurz. Okay, das ist ja nichts. Temperatur wird gehalten. Dann Kalender. So, 15 Tage lang. Wie immer. Und jetzt schauen wir mal. So, dann jetzt machen wir noch den Zucker rein. Achso, komm mal, zwei Packungen. Da war ja was. Gramm Zucker. Hammer. Da wollte ich gar nicht hin. Okay. So, dann umfüllen in Konditionierungsbehälter. Mittel.
Reicht uns ein mittleres? Wartet mal, hier sind 43 Liter drin. Aha, nee, brauchen wir ein großes. Ein großes, ein großes, ein großes. Ein großes Eichenfass. Ich nehme mal ein Plastik. Weiß nicht, irgendwie. Zeug nach Plastik. Ach, jetzt hätte ich es nehmen können, ne? Anstatt zu lagern. Boah, ist das riesig. Hä, ich habe da die Temperatur 25 gemacht. Was soll der Quatsch? Hä? Ich hab das doch hoch gemacht. Mal gucken. Ah, ich bin mit E wieder. Wieder super. Gucken wir mal, ob die Temperatur noch hoch geht jetzt. Ja. Aber ganz langsam, ne? Ich spring mal kurz vor, wenn wir mal gucken. Ja. Los, 25 hoch, 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 hoch. Ja, die Heizmatte könnte auch ein bisschen mehr Power haben. So, dann füllen wir das um. Ah, das sieht schon schlecht aus, dass das geklappt hat. Alkoholgehalt 0,01? Wie geht denn das? Ah, ich mag gar nicht hingucken, weg damit. Wir gucken mal. Jetzt haben wir es erstmal umgefüllt. Vielleicht kommt ja jetzt noch mehr Alkoholgehalt dazu. Wir schauen mal ganz kurz rein. Wir sind bei 001. 001. Spitze. Ach halt. 25 Grad. Jawollo. Und jetzt nochmal 21 Tage. Na, vielleicht wird es ja doch noch was. 21 Tage. Karbonisierung 0,05? Ehrlich gesagt, ich verstehe gerade kein Wort hier. Was ist denn hier los? Ah, das ist doch wieder schief gelaufen. Aber warum denn jetzt schon wieder? Weil die Sachen übergelaufen sind, ne? Ja, sag ich doch. Der Alkoholgehalt ist schlecht. Ach man, Leute, echt. Ich habe keinen Bock. Ach, regt mich das auf. Weg damit. Naja. Ach nein. Und schon wieder hat es nicht geklappt. Es ist schon das zweite Mal. Ist nicht einfach hier. Mensch. Ach man. Jetzt hatte ich hier das natürlich versammelt mit der Heizmatte wieder. Ah, wieder einen falschen Knopf gedrückt. Ach, na gut. Ich mache das nochmal dann. Jetzt habe ich das leere da eingestellt war. Gut, okay. Dann machen wir nochmal weiter beim nächsten Mal. Ich werde nochmal was vorbereiten und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tut mir leid. Irgendwie will mir das gerade nicht so richtig klappen hier. Oh, es ist so schade. Oder wir sollten. Ne, wir haben ja den Durchschnitt, ne? Also. Schaut euch das an, also irgendwie komme ich da irgendwie gar nicht ran. Mittel, ja, Anforderung ist Mittel. Ja, was läuft da über, ne, bei der ganzen Literzahl? Hatte ich das eingestellt, Mittel? Ja, Mittel.
Was haben wir denn noch? Dann könnten auch das nochmal versuchen hier. Nee, ich würde sagen, ich versuche es selbst nochmal hinzukriegen. Da wird schon irgendwie klappen. Alles klar, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.